In der heutigen Bildungslandschaft wird oft vergessen, dass der wahre Wert des Lernens nicht darin liegt, einem vorgegebenen Pfad zu folgen, sondern darin, das Gelernte individuell und frei in das eigene Leben zu integrieren. Wie einen guten Käsekuchen von Oma, den man einfach immer wieder genießen kann. Selbstbestimmtes Lernen bedeutet, du hast das Steuer in der Hand, du bist der Kapitän deines eigenen Lernprozesses. Du entscheidest, welche Kenntnisse und Fähigkeiten du dir aneignen möchtest. Ganz nach deinen Interessen, Zielen und deiner Vision für die Zukunft. Stell dir vor, du bist der Dirigent deines Lebens und die neuen Erkenntnisse sind deine Instrumente. So ein Ansatz fördert nicht nur die intrinsische Motivation, sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Ein weiterer Pluspunkt des selbstbestimmten Lernens? Anpassungsfähigkeit. In einer Welt, die sich schneller dreht als ein Kreisel auf dem Oktoberfest, ist Flexibilität gefragt. Durch die Wahl deiner persönlichen Lernwege bist du besser gewappnet, auf Veränderungen zu reagieren und neue Möglichkeiten beim Schopfe zu packen. Aber Achtung! Es gibt Akteure im Bildungs- und Weiterbildungsbereich, die versuchen, das erworbene Wissen an Bedingungen zu knüpfen. So, als ob Fortschritt und Wachstum nur durch die Buchung weiterer Kurse oder Updates möglich wären. Das ist wie beim Bäcker. Einmal ein Brot gekauft, heißt nicht, dass man gleich den ganzen Laden leer kaufen muss. Diese Haltung kann nicht nur demotivierend wirken, sondern auch ein Gefühl der Abhängigkeit erzeugen, das dem eigentlichen Ziel des Lernens widerspricht. Wenn dir jemand sagt, dein Wachstum und deine Fortschritte hängen davon ab, ob du zusätzliche Angebote buchst, dann sollten die Alarmglocken schrillen wie bei einem Fehlalarm auf der Feuerwache. Solche Aussagen deuten darauf hin, dass hier jemand vielleicht eher seinen eigenen Geldbeutel füllen möchte, anstatt dich wirklich in deinem persönlichen Fortschritt zu unterstützen. Es ist wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen. Du bist der Experte für dein eigenes Leben. Du weißt am besten, wie du das Erlernte anwenden und in deinen Alltag integrieren kannst. Jede Lernreise ist so individuell wie ein Fingerabdruck, und was für den einen funktioniert, muss nicht zwangsläufig für den anderen gelten. Mein Angebot folgt der Supermarktmethode. Jeder soll nur das mitnehmen, was ihm zusagt, und den Rest getrost ignorieren. Wie beim Einkaufen, wo man ja auch nicht gleich den ganzen Supermarkt leer kauft. Vielleicht ist es ja für jemand anderen genau das Richtige. Diese Freiheit erlaubt es dir, das zu wählen, was dir wirklich hilft und dich nicht an unnötige Verpflichtungen zu binden. Bildung sollte immer darauf abzielen, dich zu befähigen und zu ermächtigen, dein bestes Leben zu führen. Lass dich nicht von denen entmutigen, die versuchen, dein Lernen an Bedingungen zu knüpfen. Erkenne den Wert deines Wissens und deiner Fähigkeiten an. Du bist Gold wert. Und finde deine eigenen Wege, diese in deinem Tempo und nach deinen eigenen Regeln zu nutzen. Deine Lernreise gehört dir allein und nur du kannst bestimmen, wo sie dich hinführt. Lass uns gemeinsam deine Lernreise gestalten. Besuche livearchitekt.at und werde zum eigenen Architekten deines Lebens.